Spider-Man, yada. Was hat er gesagt? Spider-Man? Ja, und willkommen zurück zu Age of Empire 4. Wir zocken unsere Kampagne weiter, die wir angefangen haben. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann brauche ich jetzt sowieso keine großen Erklärungen abzugeben. Trifft sich auch sehr gut. Es ist noch früh am Morgen. Aber ich dachte, ich muss weiter zocken. Das ist so, ne? Wie bei Zivilisation. Ne? Noch eine Runde. Das geht. Ja, wir konnten unseren Wall gut verteidigen. Unsere Stadt gut verteidigen. Haben auch viele Einheiten nachproduziert. Und ich habe schon gesehen, es gibt doch ein Limit. Ich kann mich erinnern, als ich das noch auf Konsole gespielt habe, Age of Empire 2, da waren die Einheiten auf 75 beschränkt. Und das ist dann gar nicht so einfach, weil es gilt natürlich denn inklusive Bauern. Und ja, und hier ist die Beschränkung auf 200. Oh, ja. Da kommt auch schon wieder der Rambock. Ja, den fangen wir diesmal ein bisschen früher ab. Was hat er gesagt? Nicke Fecke. Die Sprachausgabe, die ist einfach toll geworden. Also, wie schön, dass sie da wirklich so in die Vollen gehauen haben und haben gesagt, das muss sich original anhören. Und das tut es auch. Sehr schön. Das trägt auch immer unheimlich zur Atmosphäre bei. So das Gerufe und Gebrülle. Na, die Soldaten sind ja nie still, da gab es ja immer Tumult. Ja, hier noch ein paar Häuser nachbauen. Aber ich glaube, ich habe das Limit schon erreicht. Das heißt dann immer auch, dass man Einheiten nachproduzieren muss. Ja, ne, und die warten dann praktisch, bis Einheiten vorne gefallen sind. Und werden dann hinten wieder nachproduziert. So habe ich das im zweiten Teil auch immer gemacht. Also habe ich irgendwas angegriffen, die wurden dann fast aufgerieben. Und dann immer Einheiten nachgeschickt. Aber es muss ja auch irgendwo ein Limit haben. Weil ich denke mal, sonst wird das Spiel wohl ganz abstürzen. Ja, kleiner Pulk. Da schicken wir gleich mal unseren Hauptverband rein. Ja. Da dürften die ja nun gar nichts zu melden haben. We aren't going to Turkish.
das war Kleckerkram. Ah ja, das sind auch noch Rohstoffe. Gold und Stein, wobei ich glaube ich Stein, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Das ist, wir wollen ja hier keine Festung bauen, ne? Also insofern. König Heinrichs Männer marschierten gegen die französischen Streitkräfte und eroberten die Stadt zurück. Ja, da hatten sie nichts zu melden gehabt. Erstmal schön Gold einsacken, sehr gut. Wo wir ja schon einiges haben an Gold. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir es doch nochmal. Oh, wollen wir den Nachschub mal einkassieren? Und das meine ich eben damit, ne? Dass man immer Truppen nachproduziert und da nicht, wenn es drauf ankommt, leer da steht. Kleine Scharmützel. Ist natürlich immer vorteilhaft, wenn der Gegner seine Einheiten vorher verheizt. Besonders weil wir das große Heer haben. Stand ferret! Spires narn trim! Nu, Tulkes!
Obwohl ich ja auch verlockt bin, mir Age of Empire 2 nochmal anzutun. Da gab es ja jetzt auch, oder was heißt, ne, gibt es schon seit längeren so Special Editionen und so. Und viele sagten mir ja auch, dass der zweite immer noch der beste ist. Aber gut, ne? Geben wir Age of Empire 4 auch mal eine Chance, um zu gucken, was da an Potenzial drin ist. Also ich wage da kein Urteil zu machen. Weil dafür ist es einfach zu lange her, wo ich das zuletzt gespielt habe. Und bisher gefällt es mir unheimlich gut, der vierte Teil. Besonders die Kampagne, ne? Das ist für mich Deluxe. Multiplayer interessiert mich sowieso nicht. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Mir gefällt die Kampagne sehr gut. Sie ist nicht zu schwer bisher. Da kommen ja noch einige Episoden. Wir sind hier gerade mal bei 4 oder 5. Ne? Bisher ist das Balancing doch sehr gut. Ne? Man merkt, ne? Der Spieler soll hier motiviert werden und dann ist es auch nicht so schwer. Ne? Es sei denn, man macht da wirklich grob fahrlässig einige Fehler. Und unter Fehler versteht man, ja, seine Einheiten falsch einzuteilen. Oder nicht schnell genug. Das hatte ich auch schon gehabt. Wenn man nicht schnell genug reagiert, dann gerät man ganz schnell ins Hintertreffen. Ich finde so, das ist auch die Hauptschwierigkeit bei Age of Empire, zuzusehen, dass die Wirtschaft läuft und gleichzeitig einen Krieg führen. Einzelne Reiter, was soll das denn? Die Wirtschaft ist meistens immer gehetzt. Oder angreifbar. Wie man das bei den Gefechten oft erlebt. Dass denn der Gegner sich darauf spezialisiert, dass die Rohstoffe zusammenbrechen. Das werde ich euch auch nochmal zeigen. Das mache ich ja außerhalb vom Let's Play. Wo ich dann auch Gefechte mache. Immer so 2 gegen 2. So meine Lieblingskonstellation. Und da sieht man auch, ne, ständige Attacken hat man irgendwo außerhalb der Stadt. Wenn irgendwelche Rohstoffe erschlossen, was weiß ich, Holz oder Gold, und dann werden die vom Feind einfach weggepickt, ne? Das ist dann... Aber es gehört dazu, ne? Ich denke auch mal, so war es auch in Wirklichkeit gewesen. So, wir wollen mal schauen. Ja.
Obwohl es nur so ein kleiner Pulk war, trotzdem Verluste gehabt. Nachdem er die Grenzstädte zurückerobert hatte, stand König Heinrichs Anspruch auf die Normandie nur noch ein Hindernis im Weg. König Ludwig und dessen Armee. Auf den schlichten Feldern um Bremühl würden die beiden Könige ihren Streit um die Normandie austragen. Ja, haben sie sehr gut gemacht, dass zwischendurch immer mal auch so geschichtliche Erklärung dazu kommt. Cool gemacht. Passt auch. Ja, hier hatte ich eben nochmal einen kleinen Cut gemacht. Ja, auch sein Heer steht da ungerührt. Er lässt sich immer auf kleine Scharmützel ein. Ja, ich kann so viele Häuser bauen, wie ich will. Das Limit wird nicht mehr erhöht. 200. Und dann ist Schluss. Aber wir haben trotzdem, obwohl wir wirklich im Vorteil sind, trotzdem haben wir einiges an Verluste kassiert. Aber das gehört dazu. Ja, Katapulte, die sind extremst wichtig. Wenn sie auch angreifbar sind und empfindlich sind, aber so im Hintergrund, um auf die Gegner zu schießen, da sind sie natürlich unschlagbar. Ja, Triborgs bringen hier sowieso wenig. Die sind dann mehr, ja, zum Gebäudeabriss geeignet. Praktisch die mittelalterliche Abrissbirne. Ja, der König stolziert, weil warum soll ich den mitnehmen ins Schlachtfeld? Naja, meistens ist das für die Motivation der Soldaten natürlich höher, wenn da der König mitreitet, ne, dann ist natürlich, sind sie kampfwütiger, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das hier jetzt so umgesetzt worden ist. Jetzt habe ich ihn doch nach vorne geschickt. Oder zum Heer zurück. Ach, hier ist auch noch so eine Stellung gewesen. Ja. Ja, von Holz mal abgesehen sind die Rohstoffe hier sowieso passé.
Na, macht doch nichts. Das ist eigentlich. Müssten wir jetzt eigentlich auch genug haben, um sein Heer da oben zu schlagen. Ja, ich habe dir jetzt da mal hingeschickt, da wo noch die Stellung ist. Obwohl ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das jetzt noch von großer Bedeutung ist. Weil da scheinen ja auch keine Einheiten mehr zu sein, ne? Aber naja, wir räumen da mal auf. Nur weil es Spaß macht. War schon ein bisschen überflüssig, aber ist ja egal. Alles, was Spaß macht, gehört zum Spiel. Ja, sein Heer steht da immer noch. Soldaten patrouillieren davor. Das ist schon gut. Ja, Einheiten sind auch schon wieder voll. Ist nichts zum Nachziehen da. Bisschen in Position begeben. Ja, da oben auf dem Hügel, das ist auch eine sehr schöne Katapultposition. Eigentlich auch für Bogenschützen. Aber auch die Position darf man nicht unbewacht lassen, sonst gibt das ganz schnell Probleme. Darum lasse ich sie jetzt da auch im Pulk. Ja, und da kommt etwas an, was ich ganz gerne mal vergesse, zu Unrecht, nämlich Heiler, Priester, wie man sie auch immer schimpfen mag. Die kommen da ganz gemächlich angetrottet.
Jawohl. Hätte ich eigentlich auch schon viel früher machen sollen. Aber, naja. Ich vergesse das immer ganz gerne mal so im Enthusiasmus. Obwohl sie sehr elementar sind, ne? Es kann ja auch sehr wichtig sein. Das gesehen, einige Spieler nehmen die sogar immer mit. So ein, zwei Stück. Auch wenn das nur ein kleines Heer ist oder so. So dass immer auch während des Kampfes da auch so nachgeheilt werden kann. Das kann zum bestimmten Zeitpunkt auch mal denn eine große Rolle spielen, ne? Das Heer steht oder fällt. So, die mal in Hügelposition. Aber ich will jetzt auch nicht zu lange warten, ehe die da jetzt alle durchgeheilt sind. Aha, die Vorposten sind weg. Ich will ihn so ein bisschen provozieren, dass er ein bisschen hier in die Hügelnähe kommt. Er fällt aber nicht drauf rein. Er geht auch wieder zurück. Jetzt reicht ihm das. Er greift aber nur mit seinen halben Heer. Und die anderen gucken zu, wie die, wie ihre Kameraden da abgemetzelt werden. Auch ein großer Fehler. Jetzt kommt der nächste Pulp. Ja, also einfacher kann man das den Gegner wirklich nicht machen, ne? Ja, jetzt hat er natürlich völlig vergeigt. So, mal wieder Aufstellung nehmen. Sehr gut. Und auf sie mit Gebrüll. Jawohl. Sehr schön, das hat doch prima geklappt. Und wir sind auch schon am Ende angekommen. Das war's auch für heute. Bleibt gesund, lasst euch nicht entmutigen und tschüss, bis zur nächsten Runde. Fern der Heimat, doch durch ihren König bestärkt, erzwangen die Engländer die Kapitulation der Franzosen und schlugen König Ludwig samt seinen Rittern in die Flucht. Mit dem Sieg für die Engländer in diesem spontanen Gefecht war es König Heinrich gelungen, das Land seiner Vorfahren für die englische Krone zu erobern.